Alle wichtigen Entscheidungen zur Corona-Politik werden hier im Kanzleramt getroffen, von Bundeskanzlerin und Länderchefs. Das Parlament hat vor einem Jahr diese Ausnahmeregelung beschlossen. Erregte Debatte heute. Die Verlängerung dieser sogenannten epidemischen Notlage wird von der FDP scharf kritisiert. Ihr Gesetzentwurf wird dazu führen, dass der Deutsche Bundestag im Thema Corona nur noch ein Abnickorgan ist. Wir dürfen dann alle 3 Monate beschließen, ja, die epidemische Lage besteht noch und der Rest wird durch Verordnung geregelt. Meine Damen und Herren, das macht die FDP nicht mit. Die Regierungsfraktionen wenden ein, man könne in so einer Lage nicht immer auf das Parlament warten. So wie Sie sich das vorstellen, nämlich in klein das zu regeln, möglichst mit Bundestagsbeschluss, kommen wir am Schluss in ein Fahrwasser, das uns jede Flexibilität nimmt. Ein Sondervotum kommt von der AfD. Sie bestreitet, dass es überhaupt eine Corona-Notlage gibt. Der Lockdown ist sofort zu beenden. Die pandemische Lage ist sofort aufzuheben, meine Damen und Herren. Die Grünen weisen darauf hin, dass die Akzeptanz im Land mit mehr Parlamentsbeteiligung verbessert werden könne. Wir müssen die Maßnahmen jetzt begründen, und zwar wissenschaftlich und interdisziplinär. Die Kommunikation dieser Regierung in dieser Pandemie gegenüber der Bevölkerung ist eine absolute Katastrophe, und das muss sich endlich ändern. Der Bundestag debattiert heute auch über mehr Kinderkrankentage für Eltern und weitere Steuerentlastungen für Unternehmen.